So Leute, wir haben jetzt fast 4 Uhr, 28. Dezember, das heißt heute ist Verkaufsstart. Ich konnte bis jetzt noch nicht schlafen und werde jetzt nochmal probieren, ein bisschen zu schlafen, damit ich um 6 wenigstens aufstehen kann. Dann trinke ich gleich noch mein Monster und dann geht's auch schon ab zum Lidl. So, ich werde jetzt noch mein schönes Monster genießen und dann geht's gleich los in den ersten Laden. Huch. Was ist das? So, was wir im Lidl gekauft haben, zwei Tüten hier voll von einem Kollegen und von mir. Und dann noch ein paar Batterien hier, Highspeed-Bombs und Goldraketen. Und ja, jetzt geht's gleich noch in Aldi und da werde ich probieren, auch ein bisschen zu filmen. Mal gucken, ob das so gut klappt. So, aus dem Penny haben wir hier noch 4 Stück Area 51 Bodenkreise. Ich glaube, die heben auch ab. Die gibt es auch von Funke. Die fand ich sehr geil, dass es die jetzt auch im Penny gibt. Habe ich mal mitgenommen zum Testen. Und noch einmal die WQ-Kanonenschläge, auch wenn die ziemlich ranzig sind hier. Die kann man zusammendrücken und so. Aber letztes Jahr waren die gut. Ich hoffe dieses Jahr auch mal, dass die gut sind, auch wenn die ziemlich ranzig verarbeitet sind. Im Rofu hier. Also hier einmal die Gravity, 16 Schuss, günstige Batterie auf jeden Fall. Habe ich mal aus dem Rofo mitgenommen. Dann die Wunder, Wutzi oder Wusi, keine Ahnung. Ja, eine kleine Fontäne, glaube ich. Kann man auch mal mitnehmen. Und die Kubis für 2 Euro. Ja, bisschen günstiger als bei Lidl. Also da stand 1,50 auf dem Preisschild. Mal gucken, ob die wirklich so viel gekostet haben. So, im Jawohl haben wir jetzt auch ordentlich eingekauft. Hier vom Kollegen, hier von mir. Und ja, vielleicht geht es schon bald nach Hause oder noch davor zum Fachhändler. Mal schauen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt geht es noch zu Borse. Keine Ahnung, ob ich da filmen darf. So, der Borse war nicht so erfolgreich. Dafür testen wir jetzt mal eine kleine Scream Rocket hier von Leslie. Lauti Screamer heißen die. Ja, ganz okay. So, ich war jetzt einmal noch kurz bei Aldi, habe mir die Callisto geholt. Noch hier so eine kleine Tristan, heißt die, glaube ich. Ein Raketensortiment und ein Schweizer Vulkan. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der ist, irgendwie. Ja, genau, hier unten. Schweizer Vulkan. Auch mal ganz schön anzuschauen. Und Kollege hat jetzt ausgeladen. Das ist jetzt die Gesamtübersicht von mir. Das wird alles gleich nochmal aufgebaut. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao, ciao. So Leute, das war's dann mit der kleinen Einkaufstour und ihr seht schon hier bei der Gesamtübersicht, hier ist alles dabei von der Mini-Rakete bis zur Highspeed-Bomb-Rakete, also für jeden eigentlich was dabei, sehr schöne Sachen, werden Videos folgen, ich hoffe wir sehen uns dann im nächsten Jahr, haut rein Pyros, ciao ciao.